Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Möge der Bessere gewinnen, K. Also K, es ist nur mit einem K unterschrieben, genauso wie es auch auf dem Brief stand. Dachte er wirklich, er kann mich besiegen? Egal, weiter. Ich werde das Turnier gewinnen. Gibt es da Scareclaw? Scareclaw? Nein, was? Hä? Ach, dann spielt ihr nicht. Im zweiten Halbfinale haben wir Dr. Wurstpeter gegen Card-Journalist. Du hast es bis ins Halbfinale geschafft. Ja. Du siehst auch für ein absoluter Verlierer tötet. Lächerlich. Wir werden sehen, wir gleich gewinnen. In 2 Sekunden bist du erledigt. Ja, ja. Hättest du wohl gerne. Tja, dann fange ich wohl an. Okay. Tja, bist du bereit zu verlieren? Ja, das hättest du wohl gerne, wirklich. Also, ich glaube eher, dass du jetzt überleben wirst. Das werden wir ja sehen. Ich setze ein Monster verdeckt. Und 3 weitere Karten. Los, mach deinen Zug. Ja, lächerlich. Und so willst du gewinnen? Wenn der wüsste. Tja, dann aktiviere ich nächtlicher Strahl. Und ich möchte die Karten zerstören. Interessant. Als Reaktion aktiviere ich die Quantenkatze. Okay. Das mache ich deswegen, damit ich diese Karte, nämlich die andere Quantenkatze, aktivieren kann. Ich beschwöre jetzt beide aufs Feld. Okay, krass. Damit hat sich dein nächtlicher Strahl wohl erledigt. Das stimmt. Aber ich habe noch was anderes. Ich beschwöre Brecher, magischer Krieger. Aha. Hast du Angst? Wieso soll ich Angst haben? Das ist doch lächerlich. Effekt, kann ich die Karte stören. Okay. Hast du gemacht. Ja, und jetzt? Angriff. Das Monster. Du hast die Riesenratte getroffen. Ja. Geht's auf den Friedhof, ich aktiviere den Effekt. Und beschwöre eine weitere. Okay. Das war wirklich kein schöner Zug. Das stimmt. Naja, dann bist du wohl dran. Das ist alles? Dann, ich ziehe. Ich glaube, du hast noch nicht verstanden, mit welchen Mächten du dich hier anlegst. Ich aktiviere meinen Skill, werfe eine Karte aus meiner Hand ab und durchsuche mein Deck nach einer ganz bestimmten Karte. Ich werde dir sofort zeigen. Oh nein. Du hast es erkannt. Warum spielst du solche Karten? Sei ruhig. Ich werde jetzt alle meine Monster opfern und auf den Friedhof schicken. Aber das, was ich dir jetzt gebe, ist kein Monster. Das ist ein Gott! Obelisk der Peiniger! Okay. Und? Dir ist klar, was jetzt bevorsteht. Ich gehe in den Angriff. Obelisk, los! Zerstöre seinen Brecher! Und damit ist mein Zug vorbei. Und dann ziehe ich. Mal sehen. Dann aktiviere ich jetzt meinen Skill. Switcheroo. Dadurch kann ich eine Karte von meiner Hand ins Deck zurückmischen und eine Karte ziehen. Lächerlich. Aber mach nur. Monster und 2 Zaubern fallen kamen und du bist dran. Mehr nicht, dann bin ich jetzt dran. Ich ziehe. Ich setze eine Karte. Obelisk greift weiter an. Ja, jetzt aktiviert sich dein Effekt und ich darf mir ein Monster suchen und Spezialbeschwören. Und ich wähle Ingi. Von mir aus, ja. Dran. Dann zieh ich. Perfekt. Und ich beschwöre Brecher, magischer Krieger. Mhm. Effekt. Zerstöre ich die Karte? Sehr viel Angst um meinen Fall. Das ist ein Zoom-Spiegler, er geht weg. Ja, dann würde ich sagen, Battleface. Ist das dein Ernst? Was hat er vor? Angriff.
Bist du des Wahnsinns? Du siehst doch, dass mein Monster mehr Angriffspunkte hat. Damage Step? Das will ich schrumpfen. Nein, 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 nein. Es ist ein Wunder, dass du ins Halbfinale gekommen bist. Wieso? Diese Karte bleibt von Effekten, die zielen, unberührt. Was? Kannst du Karten nicht lesen? Ich darf das Monster einfach nicht anwählen mit irgendwelchen Effekten? Du hast immer noch nicht verstanden, was das hier ist. Du hast es mit einem Gott zu tun. Der kann nicht einfach geschwächt werden. Ja, sorry, habe ich noch nie gegen gespielt. Was für ein Amateurfehler. Du hättest das wissen müssen, wenn du in ein Halbfinale kommst. Ja, I guess, dann setzt die Schrumpfen wieder und dann nehme ich meinen Angriff zurück. Du hast den Angriff bereits deklariert. Du hast selber gesagt, du warst im Damage Step. Du kannst den Angriff nicht mehr zurücknehmen. Aber dann habe ich ja verloren. So sieht's aus. Obelisk, erledige ihn! Chill, das ist so ein Kartenspiel. Ja, du hast gewonnen. Nimm deine Hand da weg. Mach dich vom Acker, aber ganz schnell. Gut. Deine Zeit ist abgelaufen. Und, wie lief's? Beschissen lief's! Du! Hey, warte. Was? Du spielst doch im Finale gegen diesen Doktor. Ja, und? Er hat gegen Card-Journalist gewonnen. Ja, ich werde aber gewinnen. Ich denke, du unterschätzt ihn. Ich glaube nicht. Ich glaube, du sollst diese Karte. Ich überleg's. Benutze sie. Vielleicht.